worauf die Aufmerksamkeit in der Zielphase legen, um ein sauberes Lösen zu erreichen. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt's dran. Herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschießen Coaching. Heute geht es um das Thema, worauf wir unsere Aufmerksamkeit in der Zielphase legen sollen, damit wir nachher möglichst schön, möglichst sauber lösen können. Ich habe vor einiger Zeit dieses Video gemacht, eben, dass die Aufmerksamkeit generell immer beim Körper bleiben sollte, beim Bewegungsablauf bleiben sollte, dass das einfach die Grundvoraussetzung dafür ist, dass unser automatisierter Bewegungsablauf sauber ablaufen kann. Ich habe euch das Video irgendwo verlinkt. Das ist so die Grundprämisse, von der was wir ausgehen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch dieses Video bitte an. Und heute geht es eben darum, wo wir die Aufmerksamkeit dann in der Zielphase hinlegen, damit uns das Lösen möglichst gut gelingt. Wiederum mit dieser Prämisse: die meisten von euch werden es wissen, das Lösen an sich idealerweise geschieht einfach und ist kein bewusstes Öffnen von die Finger. Und diese Phase, wo wir jetzt eben im Vollauszug stehen, wo wir uns aufs Ziel ausgerichtet haben und wo wir wissen, okay, jetzt passiert dann gleich das Lösen, ist natürlich die gespannteste Phase für uns Bogenschützen, weil wir stehen zum einen körperlich natürlich unter Vollspannung, aber natürlich auch mental. Vor allem, wenn es darum geht, dass wir treffen sollten oder wenn wir halt irgendwie aus irgendeinem Grund diese Erwartungshaltung an uns selbst haben, dass wir treffen sollten, passiert es uns dann eben in der Zielphase recht leicht, dass unser Fokus von der Bewegungswahrnehmung, von der Körperwahrnehmung weggeht, dass er irgendwo da beim Ziel ist, bei den möglichen Punkten ist, dass wir uns Sorgen machen, dass es uns vielleicht wieder nicht gelingt, weil wir in letzter Zeit ein Tief haben, was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Jetzt ist die Frage, worauf lege ich meinen Fokus, wann ich da im Vollauszug stehe, wann ich Ziel. Ich lege natürlich möglichst wenig auf diesen Zielvorgang an sich, das heißt, dieser Zielvorgang an sich beansprucht möglichst wenig von meiner Aufmerksamkeit. Wann ich ein Ziel in der Schütze bin, wann ich ein intuitiver Schütze bin, ist das einfach dieses auf den Punkt fokussieren, mein Zielvorgang. Aber auch da ist es so, dass das halt eben möglichst wenig von meiner Aufmerksamkeit beansprucht. Natürlich, der optische Fokus ist aufs Ziel gerichtet, beziehungsweise aufs Ziel, also auf diese Übereinstimmung von Pfeilspitze und Ziel. Oder halt bei Visierschützen Visier und Ziel. Aber die Aufmerksamkeit an sich bleibt eben beim Körper. Und da ist jetzt dann die Frage, wo beim Körper? Beim ganzen Körper oder halt auf irgendeinem bestimmten Bereich beim Körper? Da gibt es so verschiedene Tipps, Ratschläge, was man immer wieder hört, auf was sich die Schützen da konzentrieren sollten. Relativ häufig ist es so, dass man eben hört, okay, na, konzentriert da hinten auf die Rückenspannung, vielleicht auch sogar ein bisschen auf diese Bewegung von der Spannungserhöhung, auf dieses Einleiten von der Spannungserhöhung und nachher geht jeder Rest automatisch und die Finger machen auf. Aber ich glaube, so dieses eben auf die Rückenspannung konzentrieren, ist das, was man da am häufigsten hört. Dann gibt es wieder Schützen, die sagen, okay, sie konzentrieren sich auf gar nichts, sondern haben so irgendwie die Gesamtwahrnehmung und das klappt relativ gut. Und dann gibt es halt wieder Schützen, die sich auf irgendwelche anderen Dinge konzentrieren. Ich für mich bin drauf gekommen, es funktioniert relativ gut oder von alle Möglichkeiten, auf was ich mir halt fokussieren kann beim Bogenschießen. Es funktioniert am besten, wenn ich mich da vorne aufs Drücken, auf den Druckpunkt vom Bogen konzentriere und so ein bisschen da hinten auf die Finger konzentriere. Aber das ist ja im Endeffekt auch diese Linie, um was es geht. Und wenn ich mich da vorne auf den Druckpunkt konzentriere und eben so ein bisschen hinten auf die Finger, aber die meiste Aufmerksamkeit liegt vorne im Druckpunkt, führt das bei mir dazu, dass ich wirklich mit dem Bogen schön im Ziel bleibe, dass ich ein schönes Nachhalten habe. Und dass ich halt wirklich Zug und Druck in der Lösephase beibehalte. Das Lösen passiert dann bei mir automatisch. Könnt ihr einmal ausprobieren, wie es euch damit geht, wenn ihr euch eben da auf den Druckpunkt fokussiert. Wie gesagt, das ist aber jetzt nur so, das was bei mir gut funktioniert. Generell würde ich euch raten,
Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ich bin kein Freund davon, dass man so sich ganz genau auf gewisse Dinge unbedingt festlegen muss beim Bogenschießen, was ideal ist oder nicht. Natürlich gibt es Dinge, die suboptimal sind, aber gerade wenn es so um Aufmerksamkeitssteuerung geht, während dem Schussablauf, auf was ich mich fokussiere, glaube, dass die individuellen Unterschiede doch eine wichtige Rolle spielen und dass es da keine Pauschallösungen, die für alle gleich gut funktionieren, gibt. Und von daher würde ich ans Herz legen, dass ihr euch wirklich einmal vor den nackten Dämpfer irgendwie stellt, ohne irgendeine Scheibenauflage, wirklich nur Bewegungstraining, Ablauftraining. Und dass ihr euch dann einmal wirklich so mit eurer Aufmerksamkeit spielt, dass ihr schaut, okay, wie fühlt es sich für euch an, wenn ihr zum Beispiel, ebenso wie ich jetzt gesagt habe, euch in der Hauptsache da aufs Drücken fokussiert oder vielleicht auch auf die Finger fokussiert oder eben auch da auf den Rücken fokussiert oder da auf den Druck vom Anker fokussiert. Vielleicht ist es für euch auch gut, wenn ihr euch auf die Zehenspitzen fokussiert, aus irgendeinem Grund. Nicht ganz so wahrscheinlich, aber es gibt alles Mögliche. Es ist so, ich denke mal, im Endeffekt geht es darum, dass ihr so ein bisschen für euch das immer mehr übernehmt, dass ihr euch wirklich immer mehr auf den Körper fokussiert, da immer mehr ins Detail geht und immer mehr schaut, dass ihr euch Aufmerksamkeit wirklich bewusst auf bestimmte Dinge lenkt. Wie gesagt, ob das jetzt bei euch die Rückenspannung ist oder Druckpunkt ist oder die Finger sind oder so Gesamtwahrnehmung vom Körper ist oder was auch immer, werdet ihr dann eh relativ schnell spüren, herausfinden, indem ihr es einfach ausprobiert. Wie gesagt, einfach einmal die Scheibe wegnehmen, auf den leeren Dämpfer trainieren, einfach nur diese Bewegung spüren, schauen, wie geht es euch, wenn ihr die Aufmerksamkeit auf dieses oder jenes lenkt, mit lösen. Wie funktioniert das für euch? Ja. Wie gesagt, probiert es eben, vor allem diese zwei Dinge da, entweder auf die Rückenspannung, auf diese Spannungserhöhung, falls ihr das irgendwann einmal gelernt habt, geübt habt, legen oder eben probieren, da auf den Druckpunkt, vielleicht hinten auf die Finger legen und wie gesagt, dann halt auch so die anderen Sachen ein bisschen probieren. Ankerpunkt das. Dann werdet ihr sehen, dass es da Unterschiede gibt, wie sich das Lösen für euch anfühlt, wie dieses Lösen passiert, dass das mach mir besser und mach mir schlechter gehen wird. Stresst euch bei sowas nicht, probiert euch da nicht gleich unbedingt 100% festzulegen. Es ist einfach eine Übung. Ja, und wenn ihr diese Übung öfter macht, öfter probiert, euch öfter da auf die Wahrnehmung konzentriert, wo ihr eure Aufmerksamkeit hinlenkt beim Lösen, spürt ihr die Unterschiede eh selber und kommt drauf, was dann für euch passt oder nicht passt. In dieser Hinsicht ist Bogenschießen einfach so eine Bewusstwerdungsgeschichte immer irgendwie in diese Richtung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie das bei euch ist, wo ihr eure Aufmerksamkeit vor dem Lösen habt, was da für euch am besten funktioniert, beziehungsweise falls ihr jetzt erst damit anfangt, euch auf diese Dinge zu konzentrieren, zu fokussieren, auf was da drauf gekommen seid, was da für Erfahrungen gemacht habt. Auch wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr habt das jetzt probiert und ihr seid auf gar keinen grünen Zweig gekommen, es war gar nichts für euch, schreibt es einfach rein, lasst die anderen ein bisschen dran teilhaben, ein bisschen Informationsaustausch, vielleicht kriegt ihr dann wieder einen Impuls von irgendjemand anderem. So funktioniert auch relativ viel, relativ schnell, relativ gut beim Bogenschießen. Gut, ihr seht, bin schon ein bisschen müde heute, habe schon 100 Pfeile geschossen. Gut, bin schon ein bisschen müde heute, von daher ein bisschen ein kürzeres Video. Ich wünsche euch alle ins Gold, alle ins Blatt. Biert euch, macht es gut. Bis bald.